Hallo und willkommen zurück in der Dunkelheit von Herr der Ringe Online. Ja, wir sind jetzt momentan auch im Hakahakmar, also in einem Sumpfgebiet, wo es auch Sumpfschleicher gibt und wo es ziemlich düster ist von Haus aus. Selbst wenn die Sonne scheint, wäre es hier unten wahrscheinlich ein bisschen düsterer. Aber nun gut, ist halt wie es ist. So, von denen brauchen wir glaube ich nichts mehr, ne? Müssen wir mal gucken. Da oben ist auf jeden Fall noch ein Sumpfschleichernest, das brauchen wir schon. Insofern ist es ganz gut, dass wir den jetzt zerlegt haben. Ja. Okay, was ist das hier? Ich habe viele Artefakte aus dem Sumpf gezogen. Der hat keine Quest, der sitzt hier nur dumm rum. Na gut, wird schon seine Gründe haben. Sonst sehe ich hier nichts. Das ist aber auch, ne. Nehmen wir ganz kurz das Pferdchen. Okay. Wir brauchen noch, wie viele Neste brauchen wir denn noch? Ein Gräber, nee. Norburg, nee. Brauchen wir überhaupt noch Nester? Bringt Blutkrähenaugen, Pelze, Frederik, sammelt wertvolle Schätze, junge Norburgbeine, besiegt, tötet die Toten. Na gut. Tötet die Toten. Das ist kein Toter. Das sind wir im Blutkreis. Oh. Sumpfschleichernest, Schleichernest. Siehst du, das ist noch eins. So. 9 von 10, das war's. Sehr schön. Dann können wir mal gucken, dass wir uns hier hinten in die Richtung begeben, wobei die Toten hier ja wohl auch noch sein sollen. Aber ich sehe ja gerade keine Toten, die sind wahrscheinlich eher am Rande. Ich meine mich zu erinnern, dass da hinten auch Tote gab. Insofern, ne? Da hinten ist übrigens so ein Wiederauferstehungsding. Was ist das hier? Aufträge. Oh, am Rochpass. Mhm. Oh, hier gab es keine Toten. Nein, nein, hier gab es keine Toten. Sicher nicht. Hey, hör auf. Du bist tot. So. La, 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 la. Und klapp. Das war keiner, okay. Das war urniedlicher? Ach, unredlicher. Ich hab urniedlicher gelesen. Ha, die sind ja urniedlich, die Leute. Ha. Hm. So, den Norburg lassen wir. Den da oben auch. Egal, ob die unredlich sind. Solange sie mir nichts tun, tue ich denen nichts. Wir gehen mal hier oben in die Ecke. Ich glaube, da geht das Lila auch noch hin. Und ich glaube, das war so eine Art ja, Festung, wo man auch die Viecher bekommt. Untoten hier da. Siehst du, guck, das meine ich doch. So. Ein Uralter. Ja, ein Uralter. Geile Speier. Ja, was hält, dass er mal platt wird. Huch, Tempor ist auch da. Hallo, Tempor. So. Gucken wir mal. Tempor lädt uns ein. Ja, Lulu, warum nicht? Komm, so, dann gehen wir mal hier, Gefährtengruppe. Hi, ho, so. Okay. Ja, tödliche Gallespeier, den nehmen wir gerne. The. Tempo geht in eine andere Richtung. Guck mal, der hat sogar so ein Begleiter-Tempo. Sumpfwächter meine ich. Meine ich ja. So, der rennt ein bisschen voraus. Ich brauche aber erstmal ein paar Gallespeicher. Ich lasse mich da nicht drängeln. Nein. Der ist kundiger. Kundige sind nicht leichte Tiere, muss ich sagen. Das ist nicht meine Lieblingsklasse. Von den Magierklassen dann lieber die andere. Oh, besiegt die Toten hier in Nell. Ja, ist besser. So. Schätze haben wir die damit voll. Okay. Wen haut er denn da hinten? Aha. Da hat er sich aber ordentlich jemanden ans Bein pinkeln lassen hier. So. Lass doch mal stehen hier, Junge. So. Lalalala. Wie soll man da hinterherkommen? Hat es aber echt eilig, der Tempo hier. Muss man echt sagen. Lalalala. Naja, jetzt kann ich mal wenigstens ein bisschen heilen. Das ist ja auch mal was. Mhm. So. Bumm. Bumm. Ardamandin, Kriegssänger. Grrr. Komm, anfassen. Das ist noch so ein Dienerchen. Na ja, gut. Den hat er voll vergessen hier. Okay, jetzt habe ich ihn.
Gut, wir gehen trotzdem mit rein, weil wir wollten eh, glaube ich, hier rein, ne? Na, eigentlich nicht. Zumindest nicht den Weg, aber na gut, okay. Ich gehe mal mit, weil da hinten ist nämlich was. Meister von Nandelhu. Ich glaube, den brauche ich gar nicht, oder? Aber, ja, warum nicht? Ihr habt den Meister der Ruine besiegt. Okay, ich brauchte den Schaden, oder? Oder ich habe es angezeigt gekriegt, weil er ihn schon brauchte. Ja, wenn nicht, wissen wir auf jeden Fall, was wir hier zu tun haben. So. So. Okay. So. Antike Vase, das ist meine. Oh, das kriegen wir. Riesige Zwergenstrukturen. Ja, besser als nichts. So, wo ist er jetzt hin? No, der rennt aber was weg hier. Wie kann man es nur so eilig haben? Tempo! So. So. Und ruf da, Junge. Ruf da. Oh, die wollte ich gar nicht. Naja. Oh, ich sehe gerade, die sind allgemein hier Boss-Mob. Das ist ganz gut, wenn wir dann zusammenbleiben. Das passt das ja. So, hopp. Einmal heilen. Einmal das hier. Lalalala. Hat's aber auch einer eilig. So. Okay, erledigt. Kling. Ich laufe einfach hinterher. Schadet nicht. Selbst wenn ich jetzt gerade meine Quest gar nicht mitmache, ich bin mir nämlich gar nicht sicher. Wobei ich nicht das. Ja, ich bin mir echt nicht sicher. Dann ja, ist es egal. Weil, dann kann ich mir die Dings mal angucken und wir haben einfach ewig nicht in Gruppe. Und da lasse ich den Tempo gerne mal den Vortritt und trete ab. Weil hier momentan sieht es ja so aus, als hätten wir ja alles fertig. Aber das muss nicht heißen. Das kann ja auch sein, dass hier einfach 1, 2, 3. So. Wo ist er denn? Tempo? Da. Ja, wenn man versucht ist, ne? So, erstmal ganz kurz dem Tempo eine Heilung draufballern. Dann kriegt er Ärger. So, okay. Lalalala. Dürft ihr die da angreifen? Nimm mal an. So, okay. Ich mache erstmal lieber den Unhold. Damit er nicht so unhuldig ist. Okay. Und dann du. Lalalala. Dudi da. Ich fass dich mal an. So, okay. Ich muss mir eher so ein Tempo machen. Dann gucken wir auch wieder. Oh, schon wieder ein Diener. Also. Erledigt. Lalalala, hier ist noch ganz was los. Aber man muss sagen, das wäre jetzt nichts, was wir nicht alleine schaffen würden. Im Notfall. Aber es schadet auch nicht, wenn wir hier mal zu zweit durchrennen. Aha. Hallo. Ah. So, okay, soweit so gut. Jetzt brauche ich mal kurz Heilung. Da hat er aber ein bisschen noch Antwort geholt. Lalalala. Uiuiui.
Das sind. Ja, hab ich gerade gesagt, wir schaffen das alleine? Na, ich sag mal so, wenn wir gut ausgeheilt werden, vermutlich schon, aber das ist doch ein bisschen. So. So. Okay. Puh. Lalalala. Ich weiß gar nicht, was er hier macht, aber irgendwas wird schön sein. So. Hier hüpf. Wen hat er? Hier hüpf. Ey, da halt da ist was. Also, ja, toll. Jetzt bin ich. Einmal nur, weil ich hinterher gerannt bin, habe ich den Loot nicht. Oh, Menu. Wie gemein. So. Okay. Was brauche ich denn hier eigentlich? Effektiv nichts. Hier hinten habe ich noch was. Und das war's. Dann könnte ich erstmal abgeben gehen. Hm. So, leere Wasserblase. Ach so, ja, genau. Das sollte ich jetzt machen. Ich bin aber. Weißt du was? Ich ringe gerade mit mir. Hier unten brauche ich gerade nichts. Ich bin. Bleib hier oben. So, bleib hier oben. Ich hole mir nochmal das Ding. Sorry. Ich kämpfe mir jetzt extra nochmal hoch wegen der blöden antiken Vase. Ja, genau, das mache ich. Und wenn ich das getan habe, dann freue ich mich immer mit dem. So. Gruppe hat er mich eiskalt rausgeschmissen, hat mir auch nichts gesagt. Naja, da habe ich ihm so schön geholfen und ja, bin schon fast ein bisschen enttäuscht. Da oben ist die, okay, müssen wir doch rauf. Dann gehen wir jetzt rauf, aber ist ja auch okay. Ist ja auch okay und wir haben ein bisschen was zusammen gemacht, das ist auch okay. So, da komme ich jetzt, muss ich mal gucken, oh, ist das hier dunkel? Und hinten rauf, okay. Also gehen wir nochmal rein, gehen nochmal rauf. Und dann könnten wir weitergehen, die nächsten Quests machen. Hallo, Herr Speyer. Darf ich hier da vorbei? Ja? Aha. Blum. Gut, wir haben auf jeden Fall, nichtsdestotrotz hat uns die Gruppe doch ein bisschen geholfen, muss man ja sagen. Ein bisschen was haben wir ja auch so fertig gemacht, ohne dass wir es gar nicht wollten und so und überhaupt. Das ist ja aber auch nicht schlecht, aber ja, kam unerwartet, sag mal so vorsichtig aus. So. Ja, den haben wir. Oh, guck mal, da kommt der nächste geile Speier. Immer schön, wenn man Nachschub hat. So, auf Dauer wären das aber auch, man sieht's, mobsmäßig nicht weniger. Der Meister rennt da oben schon wieder rum. Ein Schlachtenhelfer. Weiß nicht, ob wir den brauchen. Oder gebraucht haben. Durchzugeben. Aber wir haben da halt geplattet. Ich will, eigentlich wollte ich nur da hoch zu dem blöden Ding da, aber das ist ja auch nicht der richtige Weg. Hm. Man sieht's halt auch nicht, weil es dunkel ist. Und zwar stockfinster. Manu. War gerade da oben. Wo komme ich denn da hin? Glaube ich spinnen. Ich glaube, ich muss hinten rum, ne? Probier das einfach mal, dass ich hoch hier runter gehe und hier hinten rauf und das wird mir gar nicht sitzen, sehe ich gerade. Na toll. Okay. Hätte ja sein können. Lalalala. Lalalala. Gucken, wie lange der mir hinterherläuft. Eine Truhe. Na, hat sich mich doch gelohnt, hier hochzugehen. Immerhin. So. So, der eine haut ab. Dann machen wir noch den anderen platt. Nicht da unten, nicht da unten. Dankeschön. Aha. Das hier so. Immerhin. Ein Adamant. Ah, schön. Okay, und jetzt, ich rätsel immer noch. Ich habe jetzt so lange hier rumgemacht, dass ich jetzt nicht mehr aufgeben will, ne, Leute? Das ist klar. Es wäre doof, jetzt zu sagen, ach nö, komm, machen wir nicht mehr. Und deswegen werden wir jetzt hier nochmal wahrscheinlich durchgehen. Das war der Eingang. Und müssen im Prinzip den Weg, den wir gerade gegangen sind, nochmal laufen. Und das alles nur, weil ich an die blöde Truhe ran will. An die blöde antike Vase. Entschuldigung. So, wie kommen wir jetzt da hoch? Ich habe keine Ahnung. Ist da hinten eine Treppe vielleicht? Irgendwo muss da eine Treppe sein. Wer baut denn solche Festungen? Kann man noch viel zu schwer erobern. Da hinten ist auch noch irgendwas.
Alter Verwalter. Weißt du was, ich gebe doch auf. So, hab ich keine Lust mehr. Siehst du, jetzt habt ihr so, mich habt ihr so weit gebracht, dass ich jetzt keine Lust mehr habe. Ja, genau euch meine ich. Wegen euch. So. Wollte ich ja nochmal gesagt haben. Hopp. Und hopp. Oh, mein Essen ist auch schon wieder alle. Ja, ich habe schon wieder Hunger. Ein Glück habe ich gerade schon bekommen von Aria. Nee, ich habe den Namen vergessen. Sorry. Und ja, das Essen, was ich da bekommen habe, das brauche ich dann auch ganz dringend. Ich habe Hunger. So. Weil. Na, wobei, ich habe glaube ich noch jede Menge Blaubeertürchen im Lager. Muss man mal gucken. Alles kriegen wir schon alle. Ich denke, da brauche ich mir keine großen Sorgen machen. So. Dann sollte man vielleicht doch mal ein ganz klein wenig hier. So. Da ist wieder dieser Schlachtenhelfer. Nicht angreifen, nicht angreifen, nicht angreifen, nicht angreifen. Boah. Erstmal hochheilen. Und was essen. Nimm, nimm, nimm. So. 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 Und jetzt mache ich ihn nochmal platt. Und dann gehen wir hier wirklich. Ich verspreche. Das ist einfach viel zu dunkel, als dass ich mich hier ohne auszukennen auskennen könnte. Hm. Naja. Was will man machen? Blum. Ey. Hallo. Danke. So und so. Erledigt. So, die Krankheit noch weg. Wieder hochheilen. Okay. Und dann gehen wir eben. Ich muss nur wissen. Ja, ich weiß, welchen Weg ich gehen könnte. Aber ehrlich gesagt will ich den ja nicht gehen, weil der geht sich immer so gegen dich. Lalalala. Komm ich hier runter? Ja, mit Schmerzen. Schmerz! Okay. Dankeschön. Ja, wir werden jetzt einfach die hier an der Brücke das Wasser auffüllen und dann wahrscheinlich zu dem da bringen müssen. Und dann machen wir das und der Arsch geleckt. So. Das Teil da oben kann ich mal am Hintern lecken. So. Wäre zwar schön gewesen, aber seht ihr genau, das meine ich. Seid echt froh, dass ich nicht gesagt habe, hier Leute, macht mal. Sonst hättet ihr jetzt echt Probleme. Ich würde die ganze Zeit irgendwo rumgurken, wo ihr nicht wollt, dass ich da rumgurke. Ja. So. So ist es. Lalalala. Gucken wir mal. So, ich muss jetzt runter zu wo auch immer hin. Und das machen wir jetzt auch. Eiskalt. Erstmal könnte ich abgeben. Der todbringende Tagrip ist natürlich wieder hinter mir. Ist aber kein Problem. Der kommt schon. Da ist er doch schon. Hallo? Ja, was willst du denn? So, fertig. gut, dann haben wir hier das Einkommen etwas aufbessern. Ich grüße euch. Sehr schön. Dann haben wir hier Meister in den Ruinen. Jawohl. Und dann hier wandernde Tote. Na, da haben wir doch einiges abgeschlossen. Ist doch gar nicht schlecht. Gut. Wir machen noch das mit dem Wasser da hinten. Und ich glaube, hier Rochpass müssen wir dann das nächste. Und dann können wir auch irgendwann mal zur Ruine zurückkehren oder so. Zur Ruine. So. Aua. Verdammt, das war gar nicht so hoch. Na gut, wir gehen zur letzten Brücke. Obwohl ich bezweifle, dass das die letzte Brücke ist. Immerhin die erste. Mhm. So wird's sein. Okay. Tagrib-Sucher brauchen wir nicht. Hier entlang. Lalalala. Aua, hör auf! Schießt der einfach auf mich. Was für eine Frechheit, ey. So. Eine Weidpflanze? Was ist das denn? So. Mal gucken. Schmeckt bestimmt lecker. So, todbringender Tagrib. Ich muss die mal kurz platt machen, weil ich muss ja irgendwo Wasser auffüllen. Und ich gehe mir gerade weg. Was ich ja nochmal gesagt habe. Ab. Okay. So, dann ist das hier Wasser. Ja, genau. Hier kann ich Wasser auffüllen. So, und einfach zurückbringen. Mehr ist hier nichts zu tun. Na toll. Na gut, dann gehen wir wieder auf Pferdchen. Okay.
Einfache Aufgaben müssen halt auch mal sein. Kann man nicht meckern. Ich glaube, ich nehme dann trotzdem noch eine auf. Auch wenn es langsam ein bisschen eng wird, aber ja, das schadet auch nicht. Ich habe heute halt so was von Herr der Ringe Bock, muss man sagen. Ist halt auch mal so. Okay. Herr der Ringe Bock. Ja, Motivation. Herr der Ringe Bock kann man sich immer einfangen. Ist auch, ja, ist eine anerkannte Krankheit. Kann man sich in Mittelerde sehr oft einfangen. Ja, vor allem wenn man halt Ringträger ist. Aber es geht wie in Bolzenier Fall auch ohne. Meistens muss man dafür schon mindestens 5 Jahre alt sein. Aber ja, ab da ist eigentlich jedes Alter möglich. So, wir haben noch Beinlinge, die wir haben wollten, genau. Die besser sind als unsere und ordentlich Winde haben. Ein bisschen Vitalität geht uns verloren, aber Arschgelegt. So, gehen wir auch gleich mal hin und gucken, wo er sie hingetüdelt hat. Da gehen wir uns gleich mal um. Direkt auf dem Pferd, das geht ja relativ schnell. Und ja, würde sagen, dann beenden wir hier die Folge. Ganz genau. Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wo wir noch ein bisschen Herr der Ringe Bock verbreiten. Und lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal, bis denne. Tschüss.